Dem oder der Ex hinterherlaufen ist so eins der typischsten Dinge, die immer passieren, wenn Trennungen zustande kommen. Immer wieder. Ich möchte deswegen jetzt ein paar Tipps mitgeben, die ich für sehr wichtig halte. Das Ganze ist auch super situativ. Apropos situativ, verpasst nicht den Ex-Rücktest unterhalb vom Video, denn da bekommst du kostenlos ein Coaching mit mir persönlich, wo ich dir per Video unter Nennung deines Namens genau sage, je nach Ergebnis, wie es für dich weitergeht. Das ist derzeit halt wirklich eine super Möglichkeit. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß einfach. Macht mich süchtig, einfach Menschen zu helfen. So. Aber gut, kommen wir jetzt zum Thema hinterherlaufen. Also, es ist immer so, dass es, also das ist meine Erfahrung, dass es zwei Arten von Menschen gibt, die hinterherlaufen. Erstmal die, die halt zu sehr in der Anhänglichkeit sind und in der Verlustangst und der Angst, abgewiesen zu werden und nicht geliebt zu werden. Und die, die versuchen, eine Situation auf Biegen und Brechen zu retten, weil sie eben Fehler gemacht haben, das hat zu Trennung geführt. Und deswegen versucht man eben nochmal da einen letzten Rush und klopft nochmal immer wieder an die Tür. So, es tut mir leid, ich entschuldige mich, bitte nehme ich wieder an. Und beide sind in ihrem Wesen unterschiedlich. Wenn du in dieser anhänglichen Position bist, ist es meistens so, dass der Ex oder die Ex dich verlassen hat, die Beziehung schon, die Anziehung raus ist. Oft fallen so Worte wie, ich liebe dich einfach nicht mehr, ich habe keine Gefühle mehr, die Leidenschaft lässt nach und so weiter. Und das heißt, dass du gerade diese Muster besonders anschauen musst. Wenn es so ist, dass man halt sehr gekämpft hat, beziehungsweise sehr viele Fehler gemacht hat und dann versucht nochmal zu kämpfen, ist es eher so, dass die Liebe noch da ist, die Anziehung noch da ist. Vielleicht, wenn man zum Beispiel jemanden betrogen hat, aber einfach das Vertrauen fehlt. Das heißt, Vertrauensaufbau ist hier wieder eine ganz andere Vorgehensweise. Da geht es wieder um was ganz anderes. Und da muss man eben auch nochmal ganz klar unterscheiden, wo gehöre ich hin? Ist es bei mir wirklich so, dass die Anziehung nachgelassen hat? Ich zu allem Ja gesagt habe, ich immer lieb und nett war, ich sehr abhängig war von ihm oder ihr. Ich versucht habe, immer recht zu machen. Und so diese Seite, wo man halt aus, sage ich mal, der Angst, nicht geliebt zu werden oder der Angst, nicht gut genug zu sein, alles tut, um dem Gegenüber zu gefallen. Ja, wenn es die Art von Hinterherren ist, ist es ganz wichtig, das sofort zu stoppen, und wirklich in die Weiterentwicklung zu gehen. Also am besten so, dass der Ex oder die Ex dich irgendwann sieht und du bist die attraktivste, leidenschaftlichste, wildeste, verrückteste, schönste und glücklichste Frau, die er sich vorstellen kann. Also ein komplettes Gegenteil von dem, wie er dich oder sie dich vorher gesehen hat. Wenn es so ist, dass du viel Mist gebaut hast, muss das genau Gegenteil sein. Dann müsste der liebenswerteste, harmonischste, vertrauensvollste, transparenteste, muss man sozusagen, Mensch sein, den man sich vorstellen kann, damit das Vertrauen wieder aufgebaut werden kann. Das heißt, sogar beim zweiten Fall, wo es hinterherin eben entsteht, wenn man sich selber toxisch verhalten hat, kann es sogar sinnvoll sein, hinterher zu rennen, bis zu einem gewissen Grad, weil das eben auch Vertrauen schaffen kann. Also mit Vertrauen meine ich, dass dein Gegenüber merkt, okay, der bereut es wirklich, dem tut es wirklich leid, der hat wirklich einen Fehler gemacht, so habe ich ihn ja noch nie erlebt. Vielleicht hat er ja wirklich was verändert, aber das ist meistens immer dieses Vielleicht dahinter. Und manchmal kann das sogar schon sehr viel bewirken, aber nicht immer. Und dessen musst du dir bewusst sein, welche Art von Hinterherlaufen trifft auf dich zu. Und dann musst du dir angucken, was sind die Ursachen. Erstmal Regel 1, immer wenn du hinterherläufst und du merkst, es bringt nichts, musst du es natürlich stoppen. Also dann musst du sofort aufhören damit, weil sonst beißt du auf Granit, es kommt zu keiner Veränderung. Und was soll das Ganze dann bringen? Also wofür ist das Ganze gut? Du merkst, du kommst nicht weiter, also solltest du den Weg ändern und erstmal damit aufhören. So, das ist erstmal die erste Regel. Und dann, im zweiten Punkt, musst du dir bewusst werden, so, was für eine Wirkung hat denn das Hinterherlaufen gerade gehabt und hat es? Was passiert denn da? Ist es nämlich der erste Fall, dass du zu anhänglich bist, ist die Wirkung sehr wahrscheinlich fatal. Dein Gegenüber wird immer weiter auf Abstand gehen, merken, boah, der liebt sich gar nicht, der hat sich überhaupt nicht gern und will ich nicht. Ist es dagegen die zweite Situation, ist Hinterherlaufen manchmal sogar gut, aber natürlich auch nicht so viel, aber es zeigt, dass es dir wirklich ernst ist und dass es dir wirklich leid tut. Und je nachdem,
gilt es wirklich erst einmal, damit aufzuhören, auf Abstand zu gehen und an genau diesen Punkten, die da sich spiegeln, sich weiterzuentwickeln, ja? Wieder ins Wachstum zu gehen, wieder in die Veränderung zu gehen. Wieder mal, ne? Ich erkläre ja immer in meinen Videos, Persönlichkeitsentwicklung ist das A und O, und so ist es leider auch, weil das funktioniert eben am besten. Das bedeutet, schau, wenn du dieser anhängliche Typ bist, ja, dieser Typ, der schnell needy ist, du brauchst ihn oder sie, damit du dich mehr lieben kannst, oder du hast Angst vor Abweisung, abgelehnt zu werden, und diese Beziehung, jetzt nochmal, wenn er das dich wirklich abweist, wieder nochmal so ein Schlag ins Gesicht von ich bin nicht gut genug, ich bin zu weich, ich bin zu lieb, ich bin zu soft und so weiter. Wenn du in diese Kategorie fällst, ist es ganz wichtig, dass du dich an genau diesen Punkten weiterentwickelst, die, du bist in dieser Kategorie sehr im Herzen, aber zu wenig im Ego. Ja? Ich nenne das mal so als Beschreibung. Zu lieb, zu nett, zu aufopferungsbereit, aber dir fehlt diese andere Seite, die auch mal Nein sagt, die eine Grenze setzt, die man an sich denkt, die nicht alles für andere tut und sich dabei übergeht, die sich liebt. So, ja? Um das mal so zu beschreiben. Und dann musst du genau daran arbeiten und dort ins Wachstum gehen und erstmal auf Abstand gehen. So, weil alles andere bringt jetzt nichts. Wenn es so ist, dass du zur anderen Kategorie gehörst, ja, sich toxisch verhalten hast, dann musst du halt gucken, weil dann bist du wahrscheinlich sehr im Ego, du bist sehr egoistisch, machst, was du willst, übergehst andere, bist nicht so gut für andere da. Dann ist es wichtig, wiederum ein bisschen ins Herz zu gehen und nicht mehr aus dieser Angst zu handeln oder aus diesen Machtspielchen oder aus diesen anderen Ego-Anteilen, sondern auch aus Herzanteilen und da in die Mitte zu finden. So. Das ist immer so ein Gradspiel zwischen Mitte. So. Und wenn du das getan hast, so, und da in die Weiterentwicklung gegangen bist, dann kommt der nächste ganz wichtige Punkt. Erst dann, und das ist ganz entscheidend, dann erst gehst du nochmal einen Schritt auf ihn oder sie zu. Gegebenenfalls kommt er oder sie sogar auf dich zu. Das kann sehr schnell passieren, wenn du zum Beispiel mit einem reduzierten Kontakt arbeitest, was optimal ist und auch sehr häufig passiert. Oder du gehst dann auf ihn oder sie zu. Und wenn du das tust, hast du jetzt eine ganz andere Chance, als du noch vorher hattest. Erstens, weil Zeit verstrichen ist und sich das Ganze abgekühlt hat. Auch das Hinterherin ist wahrscheinlich verziehen und man hat Zeit gehabt, wieder ein bisschen zu sich zu finden. Und der nächste Punkt, wenn es jetzt zu Kontakt kommt und du hast diese Entwicklung durchgemacht und der Ex oder die Ex sieht das auf einmal, hat das natürlich einen ganz anderen Effekt, ja, und eine ganz andere Wirkung, als wenn du das beispielsweise beim Hinterherrennen versucht hättest. So. Jetzt hast du sprichwörtlich viel bessere Chancen. Das heißt, das ist der Prozess, auf den du dich da konzentrieren musst und einlassen musst und der für dich und deine Weiterentwicklung jetzt ganz wichtig ist. Ebenso nochmal der Hinweis, nutze wirklich das Tool mit dem Test, da kann ich dir viel besser weiterhelfen und dir nochmal genau sagen, warst du jetzt toxisch, warst du nicht toxisch, bist du irgendwas dazwischen und du bist hinterhergerannt, mach dies und mach das, damit das nicht passiert. Ja, da kann ich dir nochmal viel besser weiterhelfen, weil es eben 1:1 ist und ich wirklich deine Situation mir anschaue. Und ansonsten, sei dir immer bewusst, kämpfen ist gut, hinterherin kann auch mal kämpfen sein, aber alles, was du tust, sollte niemals aus deiner Angst entstehen, sondern es sollte immer aus dem Herzen kommen. Wenn du aus dem Herzen kämpfst und nicht aus der Angst, hast du nochmal ganz andere Chancen. Du verhältst dich auch anders. Die Angst, das ist immer die Panik, ihn oder sie zu verlieren, abgewiesen zu werden, nicht geliebt zu werden, nicht gut genug zu sein. Diese tiefe Panik von diesen Urthemen in uns, die dann so stark wird, dass du eben ganz viele Fehler machst. Und genau das engt auch ein. Du gehst ja auf Menschen zu und schreist ihm ins Gesicht, ich liebe dich, weil ich dich brauche, damit ich meine Angst nicht fühlen muss. So. Und das ist halt etwas, das geht auf die ganze Kommunikation über. Gehst du dagegen aus dem Herzen heraus, kämpfst du aus dem Herzen und mit deinem Herzen, ist das etwas ganz anderes. Da lässt du auch mal frei und kannst das machen, da kannst du auch mal akzeptieren, da kannst du auch mal in den Rückzug gehen, ohne dass du Panik kriegst und durchdrehst, weil du eben auch die bedingungslose Liebe leben kannst, das heißt zulassen kannst, ohne dass du ihn oder sie besitzen musst. Und gehst in eine ganz andere Rückeroberung rein. So, das kann auch nochmal beim Hinterherren, wenn du da ein großes Problem mit hast, dir extrem helfen, eben wieder so ein bisschen zu dir selbst zurückzufinden. Also das sind so die Sachen, die ich dir da mitgeben kann.
immer wieder Selbstliebe, Selbstliebe, Selbstliebe. Ja, das Leben ist ein riesiger Spielball zum Lernen von der Selbstliebe oder eben dem Gegenteil, je nachdem, was wir uns da aussuchen. Und je mehr du das eben auch in deiner Situation jetzt wahrnimmst und annimmst und daraus lernst und daraus wächst und den Kontakt auf diese Art angehst, hast du bestmögliche Chancen. So. Eine Ausnahmesituation gibt es aber, und zwar, wenn es so ist, dass ihr euch beide einfach gefetzt habt, ihr hattet einen richtigen Streit gehabt und jetzt auf einmal kommt keine Reaktion mehr und du bist dann hinterhergelaufen, hast versucht, das zu reparieren. In dieser Situation sofort hinterherlaufen, stoppen, auf Abstand gehen, abwarten, natürlich auch weiterentwickeln, das ist immer sinnvoll, aber vor allem das Streitthema reflektieren. Das ist ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen, woher das kommt und wie man das ändern kann. Und dann erst in den Kontakt zu gehen oder eben zu warten, bis er oder sie in den Kontakt mit dir geht. Und optimal, wenn dein Gegenüber den Streit angefangen hat, zu warten, bis er oder sie auf dich zukommt. Weil dann hast du nochmal eine ganz andere Ausgangssituation. Also genau, das ist noch so ein Randthema. Und ansonsten bei Fragen, schreib in die Kommentare. Ich mache da regelmäßig Videos zu den Fragen, die ich hier veröffentliche. Da kann ich auch deine Frage hier im Video beantworten. Und ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen. Und dann bis später. Ciao.